Hallo meine Lieben, ja, es ist wieder soweit. Die Backbox ist angekommen und ich muss mich richtig zusammenhalten, weil auf Instagram wurde abgestimmt, dass ich erst heute Mittag das Unboxing machen darf. Aber sie ist noch zu, mein Mann hat sie gut versteckt, von dem her ging's. Und ja, jetzt fangen wir direkt an. Wie immer ist sie nicht verschlossen, also ist die noch verschlossen. Und die reißen jetzt zusammen auf. Die sollen mega gut sein, ich freue mich. Da nur Gutes gelesen bisher in der Gruppe. Also ich habe da nicht in irgendeine Fotos geguckt oder so, weil ich selber gerne überrascht bin, so wie ihr auch. Und ich möchte sie euch nur heute wieder ans Herz legen. Ich bezahle meine Backbox selber. Also ich habe sie mir selber im Abo bestellt. Und ja, die Werbung mache ich hier eigentlich nur aus dem Herzen hinaus, weil ich das Produkt gut finde, die Idee dahinter. Weil wenn man so nimmt, sagt doch die Backbox mit den Rezepten etc. Jeder kann backen. Und das ist halt das Ding. Und nicht nur das. Und die Produkte. Manchmal sind ja Produkte dabei, die man noch gar nicht kennt. Und durch meine Backbox werden wir sozusagen darauf aufmerksam gemacht, was ich auch toll finde. Oh, das sieht schön aus, oder? Sogar mit neuem Aufkleber. Schauen, ob ich sie heil aufkriege. Magazin und Rezepte lege ich erstmal wieder zur Seite. Die machen wir dann. Okay, also, ich fange an. Ich sehe schon was ganz Tolles. Und zwar von Zenker habe ich euch letztens auch schon ans Herz gelegt. Das kann ich gerne auch nochmal machen. Da habe ich eine tolle Backform mal zugeschickt bekommen. Und ich persönlich bin absoluter Zenker-Fan. Und da sind 10 kleine Tartlet-Förmchen drin. Können wir direkt mal aufmachen. So schauen die aus. Und die sind perfekt. So. Als nächstes. Es gibt Eis. Sehr gut, sehr cool. Ohne Weizen, also ohne Getreide. Und in 3 Stunden ist es dann gefroren und mit Milch. Also glutenfrei. Vanilleeis. Finde ich cool. Kenne ich noch nicht. Funcakes. Muss ich mal gucken, ob ich es noch kenne. Also, ich glaube, die machen auch viel sowas wie Lebensmittelfarbe und so. Dann. Oh, lecker. Himbeer, ich glaube, das sind gefriergetrocknet vom Pickard. Himbeerstückchen gefriergetrocknet. Genau. Ist doch cool, oder? Und die Farbe, ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen sehen. Dann, ach, das habe ich schon gesehen, da habe ich mich total schon drauf gefreut. Und zwar auf Lemon Curd. Lecker. Yum. Ich glaube, da werde ich mir gleich ein Brot damit schmieren. Ich liebe Lemon Curd, absolut. Dann eine Backmischung und zwar Biskuit. Finde ich auch cool. Also ich muss halt ehrlich dazu sagen, also von meinen Backschwestern. Ich kenne viele, die sagen, selbst machen ist besser. Und ich muss auch ehrlich zugeben, wo ich so keine Ahnung, so 20 war, also mit 18 habe ich ausgelernt, meine Kochlehre. Und mit 20 habe ich halt die Einstellung gehabt, alles selbst machen. Man muss alles selbst machen. Fertigpackung ist scheiße. Finde ich nicht. Mittlerweile finde ich es viel wichtiger, dass man mit seinem Kind backt und dann ist es auch egal, ob es Backmischung ist oder nicht. Und solange sie gut ist, warum denn auch nicht? Also, da bin ich schon sehr gespannt, werde sie auf alle Fälle ausprobieren. Und. Ach, das ist immer so schnell leer.
Sirup. Sieht lecker aus, bin ich mal gespannt. So, und jetzt? Okay, wo habe ich das hingeschmissen? Da. Ich fasse mal schnell alles wieder rein, dass ich was verliere. Und zwar gibt es ja immer das Magazin dazu. Und da steht eigentlich viel Wissenswertes drin, auch wie viel die Produkte allgemein so kosten. Wie halt zum Beispiel eine einzige Geschichte, Produkte zur Box. Also das ist halt über das Eis geschrieben. Dann gibt es meistens auch nochmal so ein Rezept extra oder wie man was verwenden kann. Dann Messe ist wieder. Und hier seht ihr halt dann auch die einzelnen Preise und könnt euch das eigentlich dann immer schon zusammenrechnen, dass der Warenwert von der Box immer mehr ist als eigentlich, was ihr ausgibt für das Abo. Limonade. Lecker. Aha. Ja, die Torte von Nicole. Ah, Mist, Kamera. Ja. Die habe ich gesehen, die hat sie toll gemacht. Finde ich super, dass sie da sie mit aufgenommen hat. Finde ich richtig cool. Das freut mich. Ja, hier sind dann die kleinen Werke von den letzten, die es dann so gepostet haben auf Instagram. Und das war von abgestreut von Melli, ist da auch was. Finde ich toll. Ich freue mich immer. Vor allem, wenn ich halt meine Kontakte von Instagram, die ich mit anderen habe, die auch so backverrückt sind, da drin auch sehe, da freue ich mich total für die. Ja, was erwartet uns in der nächsten Box? Herbstlich. Das ist toll, das wollte ich auch unbedingt mal machen. Da freue ich mich ja direkt drauf. Ja, die App, die lohnt sich auf alle Fälle auch. Also kann ich so sagen, bin da immer gerne dabei. Und jetzt schauen wir mal, was es da für Rezepte gibt. Hatte ich auch vor, so in der Art, und, nur mit Keksen, und zwar Eissandwich. Voll lecker, oder? Bin ja gespannt, wie wir die machen. Oh, das sieht ja toll aus. Lecker. Und zwar ein Fortline Cake mit Kiwi. Super lecker. Das riecht toll aus. Und Lemon Curd Tartlets. Okay, ich glaube, den Bissi, den lasse ich dann weg. Da bin ich momentan nicht so dafür. Aber ich habe ja auch schon ein komplettes Rezept, also wie er das selber macht, Mürbeteig bis Lemon Curd etc. Also das habe ich so in meiner Kochlehre gelernt und später auch bei Robinson in der Patty oft gemacht. Und ja, das war's schon. Also kann ich schon leer. Also das geht immer total schnell. Und bin gespannt, was ihr dazu schreibt, was ihr am liebsten sehen wollt oder was in der Art, weil mir hat von Amadines Oase das, der Gedanke auch gefallen, dass man aus den Produkten aus der Box was macht, nicht gerade nach den Rezepten. Kann man natürlich und ich finde auf alle Fälle für die, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, sich extra was auszudenken oder so, ich finde die Rezepte total mega. Die feiere ich und ja. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Sonntag und dann sehen wir uns auf alle Fälle bald wieder, spätestens Freitag, wenn ich ein neues Rezept für euch hochlade. Also, bis dann!